was er haben will. Ich habe einen Wunsch. 410. 410! Servus, darf ich euch einen Dennis vorstellen. Servus. Wir haben einen Newcomer heute hier dabei, 170 Kilo schwer. Ganz aufgeregt. Das wird sensationell. Aber wir beruhigen ihn schon, der Seppo ist ja auch da, kennt ihr ja schon. Und ja. Nein, wir sind hier in Rosenheim, Power and Beauty, das vierte Mal. Dieses Mal Einzelwettkampf, European Giant. Wir hoffen, dass einer von denen hier der Giant wird, 2019. Wird sicher ein cooler Wettkampf, Wetter ist perfekt. Wir haben eine super Bühne. Tolle Athleten und atemberaubende Disziplinen. Was will man mehr? Der Servo sagt jetzt, was für Disziplinen drankommen. Jo. Jetzt beginnen. So, also wir hatten gerade ein Athleten-Meeting. Als allererstes wird Baumstamm stemmen mit dem Giant Lock, also dem gigantischen Holzlock, den die Strongman Champions League auch auf der FIBO verwendet, mit 140 Kilo. Drankommen. Wir werden so viele Reps wie möglich in 60 Sekunden machen. Anschließend kommt das Sackhochwurf mit den ADX-Wurfsäcken. Meines Wissens nach drei 20 Kilo Säcke hintereinander und dann ein 24er und ein 28 Kilo Sack. Nicht? Ist wurscht. Zwei 20er, zwei 24er und 28er. Aber also, ist eh egal für dich. Kurze knappe Korrektur. Also, egal. Ziel 5 Sack über das Dingbump und genau, dann haben wir es geschafft. Gell? Genau. So, dritte Disziplin wird Framehold sein, also sprich einen Rahmen mit 300 Kilo hochheben, halten. Ja. Da ist der Seppo der Favorit. Schauen wir mal. Ja, also das haben wir mal das erste Mal auch gemacht. Du hast den deutschen Rekord, ne? Vor drei 52,6 Jahren. Sekunden mit 300 Kilo. Jo. Kann schon ein bisschen hier. Jetzt schauen wir mal, ob wir das heute ein bisschen hochpushen können. Der Johannes Eichinger ist dabei, ist auch Griffkraftspezialist. Schauen wir mal, ob er seine Griffkraft heute umsetzen kann. Sehen wir, vielleicht auch ein ganz anderer Überraschungskandidat. Johannes Wilflinger ist dabei. Johannes heißt er, oder? Christoph Wilflinger. Ah, Christoph, Entschuldigung. Den kenne ich so noch gar nicht. Vielleicht hat er ja auch brutale Griffkraft. Schauen wir mal, wird bestimmt interessant. Dann als vierte Disziplin werden wir über das Yoke heute 170 Kilo Atlas Stone auf Reps werfen. Mit Sleeves und Sprühharz, also kein normales Harz auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal, wie das Grip technisch ausgeht. Und dann, ich denke eigentlich vom Rücken und so von der Kraft her geht es auf jeden Fall ganz gut. Ja, und dann als allerletztes. Kommt wieder eine Seppo-Disziplin. Also ihr merkt schon, ich wäre schon so leicht unter Druck gesetzt. Also wer hat diesen Wettkampf wohl organisiert? Ne? Nee. Also als letzte Disziplin kommt mit der gigantischen riesigen Achse vom Heinz, mit dem Reifen außen drauf, ein Achskreuzheben auf Maximalgewicht. Erstmalig bei uns jetzt auf deutschem Boden, haben wir mit der Achse noch nie gemacht. Heißt heute das... Das schwerste Gewicht, das ein deutscher Rekord. Athlet heute heben wird, wird erstmal als deutscher Rekord anerkannt. Ja, schauen wir natürlich mal. Genau, schauen wir, was der Seppo reißt. Und wie gesagt, wir haben es halt dieses Jahr reingenommen, weil der Dennis nicht dabei ist. Der ist im Kreuz eben nicht so stark. Sonst hätten wir auch noch drei Griffkraftdisziplinen drin für den Dennis. Aber so ist jetzt ein ausgeglichener Wettkampf. Keine Dumbbell. Ja. Stimmt, wo ist die Dumbbell eigentlich dieses Jahr? Die wurde zu leicht, hat es geheißen. Nächstes Jahr dann wieder. Wir machen nächstes Jahr auf der Deutschen Meisterschaft 100 Kilo Dumbbell auf Raps. Echt? Das heißt, ich aber das sind ja nur drei Leute, sollte, die schaffen. Das heißt für mich, ich sollte jetzt in die Übungsphase gehen, weil Dumbbell ist ja meine absolute Lieblingsdisziplin. Aber ich meine, das macht es ja aus, den Sport. Wir suchen ja Herausforderungen und wollen ja keine Geschenke haben. Also, das ist jetzt der Backstage-Bereich. Das sehen wir schon als erstes. Ein Giant Lock, den wir jetzt da heute für die 140 auf Wiederholungen benutzen. Ja, Gott sei Dank mit den geilen ADX-Abwurfblöcken. Da ist der Heinz mal ganz so streng, wenn man das Gerät von oben mal ein bisschen runterpfeffert. Ja, wir warten jetzt gerade da. Ich habe mich noch gar nicht ganz aufgewärmt. Ich habe jetzt ein bisschen Hitzesalbe drauf, dass ich ein bisschen in den Modus komme. Und jetzt gleich Athletenvorstellung draußen auf der Bühne, damit alle mal was sehen von uns. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass ich hier dir an der Seite hier ein bisschen co-moderieren darf. Verletzungsbedingt habe ich das jetzt ein paar Mal schon gemacht und habe eine kleine Leidenschaft entdeckt für mich. Aber jetzt werden wir den ersten Athleten auf die Bühne bitten mit dem Nickname Yeti. Das wird der Alex Moonen sein aus Holland, 35 Jahre alt und ein Körpergewicht von 155 Kilo. Yeti, weil er so behaart ist? Dann müsste ich auch Yeti heißen. Okay, mehrfache Stärkspiralen aus den Niederlanden. Von Beruf Lehrer. Da ist immer ganz still in der Klasse. So, der nächste Athlet, Dennis Giesbach aus Deutschland. Dieses Jahr bei der Deutschen Meisterschaft die
2. Nummer 2. Der nächste Athlet kommt aus Wien. Das ist dann Nemanja Tasic, auch Nemo genannt. Reinhard Meyer aus Bayern. Vize-Weltmeister der Masters in diesem Jahr. So, aus Holzhausen kommt mein Freund der Sebastian Kraus. Wurde dieses Jahr Dritter auf der Deutschen Meisterschaft. Zum zweiten Mal hintereinander Dritter. Nächstes Jahr möchte er natürlich gewinnen. Was sagst du dazu? Das werden wir mal sehen. Seppo! Als nächstes kommt ein Griffkraftspezialist, das ist der Johannes Eichinger. 1,91 groß und 140 Kilo. Der Eichinger, eingesprungen. Eigentlich wollte er heute im Anzug extra mit mir kommen. Musste einspringen für Ritzel aus Wien tritt an für Österreich. Unser letzter Athlet, am Start, aus Österreich. Das sind unsere Trommeln und die werden wir nachher in den einzigen Spiel Seid ihr bereit für den ersten Athleten? Aus Holland, Alex Nunen. Es macht mir Spaß, wieder hier zu sein. Strongman für mich ist angefangen bei Heinz, schon mehr als 10 Jahre her. Und ich liebe es, wieder zurück zu sein hier. Danke euch für eure Gastfreiheit und wir machen einen schönen Tag. Schöne Show. Danke. Danke, Alex. Fetten Applaus für Alex. Hier, ich hab ja die letzte Idee. Mach mir 9 Stück. Bereit. Mein guter Freund der Sebastian Kraus. Jetzt kommt der Tempo. Sebastian. Und los!
So, Freunde, wir sind jetzt direkt hinter der Bühne. Im Hintergrund seht ihr die Mädels, die Top 6 aus der aus der Bikini-Klasse 2. Erste Disziplin vom Strongman ist rum, 140 Kilo Lock auf Wiederholung. Der Sebo hat einen soliden Start hingelegt. Ich habe ihn danach zwar interviewt, er war wieder nicht mit sich selber zufrieden. Aber jetzt geht es weiter beim Sandbag-Werfen. Wenn die Mädels fertig sind, wird quasi dieses Gestell aufgebaut von 4,50 Meter Höhe und dann werden da die Säcke drüber gefeuert. Also bleibt dran, es wird noch spannend. Ja, jetzt wird das Hochwurfgestell aufgebaut von 4,50 Meter, Martina, ne? Ja. Du bist jetzt auch mal bei 4,50 Meter, genau. 4,50 Meter. Nein, du kannst einfach hier, wir haben ein eigenes Mikrofon. Okay. Ja, der Heinz baut jetzt alles fleißig auf und dann kommt der erste Athlet schon rein. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der erste Athlet ist. Du hast die Startreihenfolge da liegen. Ja, aber ich habe noch nicht geguckt, Martina. Ach so, ganz ruhig. Kann ich gar nicht leiden. Jetzt werden gleich die Sandbags reingetragen. Unser ATX-Sandbags. Darf ich vielleicht eine Probe werfen? Ja, selbstverständlich. So, aber ich kündige es dann an. Für das Volk, ja. So, denn das Sebo ärgert sich wieder. Also, nee. Kolos erzählt wieder Scheiße. Mein Ziel war es, vor allem den Lock ordentlich und routiniert, sagen wir mal, durchzuführen. Ich denke mal, 5 Wiederholungen, die waren echt super sauber, sagen wir gut, am Stück durchgezogen und alles, das passt. Ein bisschen ärgere ich mich jetzt, weil ich mich mit der Zeit verschätzt habe. Dass ich 6 Wiederholungen mache, hätte ich jetzt schon gedacht. Aber es ist nicht dramatisch, weil es geht jetzt weiter und jetzt drehen wir auf und dann geht es vorwärts. Also es passt. Ich bin so eigentlich zufrieden jetzt erstmal. Ist okay. Und in die Drehung und ab. Wunderschön. So, jetzt ist es bereit. Jetzt ist es bereit. Ja, gut. 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 Ja, gut.
24 Kilo fast das Gestell abgeräumt. Was möchtest du den Leuten sagen? Hat's gut ausgeschaut? Passt! Passt! Hat er gut gemacht! Ja! Oh, super! Ja! Dr. Ritsch, der sehr gut, ich muss den Lob aussprechen, meinen Oberschenkel zusammengeschustert hat. Geschustert? Geschustert. Was sagt man dazu? Zusammen? Zusammen genäht. Genäht. Was, ne? Filigrane. Was filigrane ist, genau. Also ich muss dir echt einen Dank aussprechen. Vielen lieben Dank. Also das, ich hätte es mal schlimmer vorgestellt, dass es, also die ganze Reha und dieses Ganze, dass ich mich da weiter reinzwängen muss. Und ich habe letztens erst 140 gebeugt im Zehner.
Ich weiß nicht, ist das schon zu viel? Nö, das kannst du schon machen. So wie wenn du schon gerade so, wie gerade da schön hocken kannst, dann ist das schon mal. Ja, es ist auch kein Unterschied zum anderen Bein. Es fühlt sich alles an. Ja, ich will nicht sagen wie zuvor. Ja, gib dir noch ein bisschen Zeit. Aber ich gebe dir noch ein bisschen Zeit. Also Leute, wenn ihr irgendwas habt, ne, schreibt mir oder schreibt ihm direkt Sportorthopädie, Rosenheim zum Dr. Ritsch. Ne? Und rechtzeitig kommen, nicht wie er wieder ewig überlegen und zu spät genau, kommen. Genau. Das macht es immer schwieriger. Genau. Dort ist ein ganz schönes Gulasch da an dem Bein. Ne? Ja, aber Gulasch, das ist halt dann so ein verdecktes Gulasch. Wenn es Gulasch ist, dann ist es immer noch okay, wenn die einzelnen Strukturen findest. Aber wenn dann alles zusammengekleistert ist, wie bei Spaghetti Bolognese, dann wird es schwierig. Ja, haben also, wir wieder was gelernt. Rechtzeitig. Vielen Dank für alles. Wie sagt man, ich hoffe, ich sehe dich bald wieder, ja, genau. Oder eher nee, doch nicht oder irgendwie oder sowas. In diesem Rahmen hier. In dem nicht Rahmen, in wunderbar. Ja, bin ich in der Praxis, genau. Okay. Aber sehr schön, vielen Dank, alles klar. Gute Zeit. Ciao, ciao. Und sie ist leid, weil ich auf deine Gesundheit habe. Also, liebe Sportsfreunde, ich habe gerade eine Cola Light bekommen. Ja. Warum? Weil du der Beste bist. Deswegen gehe ich jetzt zu Cola Light. Sehr gut. Und ich auf deine Gesundheit. Also wenigstens einer achtet hier auf meine Gesundheit, liebe Sportsfreunde. Gell? So, wie hier haben wir eine junge, ambitionierte Dame, die leider Bremen, bei dem Wettkampf in Bremen, skippen, sagt man. Skippen musst, oder? Ich bin nicht mehr im Bodybuilding, also wir lassen es einfach. Oder wir schwänzen oder wir suchen eine Ausrede. Wie war Hamburg für dich? Hamburg war eine Erfahrung auf jeden Fall, war cool und für mich der Grund zu sagen, ich bleib genau da. Also machst du Strong Woman weiter? Ja. Und kommst eigentlich vom Bodybuilding? Mhm. Und auf der dunklen Seite der Macht sind Kohlenhydrate einfach besser als Hunger. Hab ich das nicht auch schon mal gesagt? Komm auf die dunkle Seite der Macht? Nein, guckst du meine Videos? Manchmal. Einer der wenigen weiblichen Fans von mir. Ich bin stolz. Oh Gott sei Dank. Die 2% oder wie? Ach, genau, das sind die 2% in der YouTube Analytics. Meine Tochter ist dann das 2%. Okay. Da haben wir es schon. Also habe ich genau 100 Zuschauer. Ja. Was würdest du sagen, was ist der Vorteil vom Strongman gegenüber dem Bodybuilding? Einmal A, das Essen. Und der Zusammenhalt. Der Teamzusammenhalt, wo man wirklich sagt, ich komme hin. Wenn ich eine Frage habe, kriege ich Hilfe und muss mir nicht überlegen, ob mir jetzt einer hinterrücks die Schuhe klaut oder. Ist es im Bodybuilding nicht so? Ist es da richtig so ein bisschen Zickenterror oder so? Ich weiß nicht. Ja, für mich schon. Ich selber würde immer wieder sagen, die Mädels untereinander gönnen sich meist den Dreck unter den Fingernägeln nicht. Und so auch die Freude an sich. Weil du gerade gesagt hast, dir werden die Schuhe geklaut. Mir selber zum Glück noch nicht. Aber es gibt schon einige Stimmen, die sagen, man sollte immer auf seine Sachen aufpassen. Also mir wurde noch nie der Gürtel geklaut oder sonst was. Das Harz. Nee, das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist, kennst du beim Truckpull, legen die Athleten ihre Schuhe in die Sonne, ne, um sie vorzuwärmen, dass sie gut Grip haben. Und ich gehe dann halt hin und drehe sie mal ab und zu mal wieder um. Das habe ich mit dem Belschak gemacht in Österreich. Er hat mich aber nie erwischt. Bin ich wieder hin, habe sie umgedreht, er wieder hin, zurück. Ja, das hat mich halt ein bisschen amüsiert, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm, wie wenn man jetzt einer Dame die Schuhe klaut. Dann kann sie ja nicht auf die Bühne, ne? Siehst du, ich habe in Hamburg meine Schuhe sogar abgegeben zum Truckpull. Sehr löblich. Schade, dass du in Bremen nicht mitmachen kannst. Ich komme wieder. Du kommst wieder. Nächstes Jahr, das wird gut. Und erstmal werden wir jetzt eine Dame sehen, die eine Hände verloren hat. Korrekt, ich weiß nichts darüber, aber so ein bisschen. Ja, ich möchte die Wette so genau nicht verraten. Auf jeden Fall hat die Dame eine Wette verloren und es geht jetzt darum, dass sie das vormachen muss, was nachher die Männer im Strongman machen. Es wird irgendwie die Kugel mit 60 Kilo, die Frauenkugel. Ja, aber ich muss gestehen. Aber auch weniger als die Kugel. Das ist die leichteste Kugel, was ich bei mir zu Hause habe. 60. Ja, aber ich finde die. Manchmal schon. Ja. Wenn man eine ruhige Kugel schieben möchte. Ja, okay. Mach's mal 5, gell? Du kannst nicht mal. Das geht. Ja, komm. Auf geht's. So, die Teile sind bereit. Die andere ist bereit. Und vielleicht. Fertig. Gibt es einen Applaus noch mal vor euch. Komm. Ja. Oh!
jetzt noch. Arme hoch. Ja, genau. Für Adlestone, for Raps, 170 Kilo der Stein, 155 Kilo der Athlet, Alex Nunen aus Holland. Ja, dann bin ich frei, ey. Das war jetzt die vierte Disziplin, Adlestone, 170 Kilo for Raps, die Athleten hatten 60 Sekunden Zeit und ja, der Seppo hat einen Einstand mit dem Österreicher mit 6 Wiederholungen, also sehr stark. Er führt jetzt aktuell den Wettkampf und ich weiß, er ist ein sehr starker Achskreuzheber, also wird er wahrscheinlich diesen Wettkampf, wenn nichts passiert, nach Hause holen und die Bühne hat gebebt, die Menschenmenge hat getobt, also wir werden jetzt noch einiges von den Jungs erwarten können. Schwer. Die Athleten machen sich jetzt warm für die letzten Disziplinen. Das Achskreuzheben, also ihr habt schon gesehen mit dieser gigantischen Achse. 4 massive Felgen mit Gummis drauf. Der Nemo ist jetzt gerade an, die wärmen sich gerade auf. Wenn es losgeht, dann geht's gut. Aber 5 Grad weit. Heinz ist gerade aktuell drauf. Also aktuell sind 300 Kilo drauf. Und ich glaube, das Sebo, wenn ich es richtig verstanden habe, will mit 360 anfangen. Das ist ein Riesengewicht. Der erste Athlet wird der Herr Eichinger sein. 300 Kilo liegen auf, also wie schon gesagt, jeder Athlet hat 3 Versuche, muss sich selber steigern, darf pokern oder darf auf Nummer sicher gehen. Wir werden jetzt sehen. Die ersten 2 bleibt safe. Was die Athleten so umbringt in der letzten Disziplin. Sehr stark. Auf Niveau.
So, wir gehen jetzt hoch auf 380. Vielen Dank. Dankeschön. Das war's. Super.